Nicht, dass gleich wieder die Levitation nachlässt. Komm schon. Und da hat sie schon nachgelassen. Ach, komm. Zum Glück haben wir vorher gerade gespeichert. Wisst ihr was? Ich sehe jetzt einfach mal nach. So. Google. Mit 2 O, nicht mit 3. So, Arena Yagatan. Mit einem G. Ja. Okay. Okay. Hier steht, er ist in der dritten Ära im Jahre 399 gestorben. Und er ist unter dem Synonym Nachtigall bekannt. Ist ja genial. Okay. Ja. Lebensjahr folgender Regentschaft. Da steht aber nicht, wie man ihn tötet. Hier. Das ist gut. Ich habe hier ein Let's Play gefunden, das dauert 4 Minuten, in dem einfach nur der Bosskampf drin ist. Okay. Der geht jetzt zum Yagatan hin. Der schwebt auch zu ihm hin. Okay, ich bin jetzt gespannt, ob er sich hier wirklich in einem... Ah, der Yagatan vergiftet übrigens. Oh, das sieht aber cool aus. Okay, das ist irgendein Krieger, glaube ich. Der hält sehr viel aus. Hätten wir auch nehmen sollen. Was denn jetzt los? Er steht einfach nur blöd da und macht gar nichts. Hä? Der macht wirklich einfach gar nichts. Er steht nur da. Und lässt sich von Yagatan angreifen. Er hält aber gar keinen Schaden. Was macht der? Hä? Was zur Hölle? Der hat gar nichts gemacht, aber Yagatan ist einfach tot. Okay, ich muss wissen, was der gemacht hat. Aus dem Let's Play kriege ich es nicht raus. Was kriege ich hier? Okay. Ja, schön, schön, schön. Aber wie töte ich ihn? Das steht hier nirgends. So. Hier vielleicht? Hier sind alle Monster aufgezeichnet. Auch nicht schlecht. Da, Yagatan.
Er ist praktisch unverwundbar. Was? 500 Leben hat er, Damage bei Spells, gibt 100.000 Erfahrungen, Abilities, cast Spells and puts himself in a protective force field, cocoon up in his death, making him ultimate, make the environment im Melee Combat. Ich verstehe es nicht. Hier steht's. Hä? Wie tötet man den? Ich verstehe es nicht. Wieso tötet. Wie tötet man den? Es steht ja nirgends, wie man den tötet. Okay, ja, schön. Okay, da steht irgendwas von einem Juwel des Feuers, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Hier vielleicht? Nein, nein. Auch nicht. Nein. Wieso steht das hier nirgends? Warte, hier steht's. To defeat Yagatan. Bitte lass es da stehen. Genial. Das hilft mir überhaupt nicht weiter. Das hier auch nicht. Das steht, hier steht nirgends, wie man den killt. Wisst ihr was, Leute? Ich mache das mal kurz anders. Ich stöpsel mal kurz meine beim Laptop an und dann sehe ich mir das Let's Play einfach nochmal an. Ich hoffe, der erzählt was dazu. Was habe ich? Google war das. Genau. Hier war's. So. Okay. Musik an. Habe ich standardmäßig immer aus. Okay. Der zieht gar nichts dazu. Das ist kein Let's Play, das ist einfach nur ein Walkthrough. Verdammt. Okay. Hier habe ich ein anderes gefunden, da spricht er. Bin ja mal gespannt, ob er den wirklich töten kann. Also wie? Komm, mach. Mach schneller. Der steht schon fast beim Boss. Der speichert jetzt erstmal zig Spielstände. Okay. Was? Sag mal, willst du mich verarschen? Der schlägt mit Händen zu und das tötet
mit dem? Also, ich verstehe es nicht. Der eine, der hat gar nichts gemacht und der Yagatan ist verreckt. Der andere geht in Nahkampf, übrigens komplett nackt, ohne Rüstung und alles, mit ihm und schlägt ihn mit und tötet ihn mit den Händen. Das ist echt krass. Der hat übrigens wirklich 500 Lebenspunkte. Also meine Schätzung von vorhin, habe ich nämlich vorhin gelesen, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Meine Schätzung von vorhin mit den 500 Lebenspunkten war wirklich richtig. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hat er ihn besiegt. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Okay, Kopfhörer wieder umstöpseln. Okay, das gibt's echt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Bei mir stirbt er einfach nicht. Ich versuch's jetzt auch mal. Wahrscheinlich stürzt das gleich wieder ab. Aber ich versuch's mal ohne Waffe. Tatsache, das funktioniert. Ich weiß nicht wieso. Ey, wir haben ihn. Ja, wir haben ihn gekillt und jetzt? Jetzt sterben wir. Haben wir noch eine Heal Potion? Ja. Okay, Leute, das wird jetzt gespeichert. So, und jetzt? Ich habe noch gelesen, dass man jetzt irgendein Feuerjuwel machen muss. Dass sie irgendwo sein soll. Ah. Wo ist er denn jetzt hin? Hä? Wo ist er hin? Der war doch hier irgendwo, oder? Wo ist der hin? Der ist weg. Willst du mich verarschen? Der ist weg. Gold. Okay, vielleicht finden wir hier irgendwo was. 21 Gold, nein. Wo ist der hin? Wir haben hier noch einen Ring of Opening. This magically held lock. Dieses Schloss wird magisch. Das hier kann ich öffnen. Ah! Ein Mithril-Schlüssel. Du hast den Mithril-Schlüssel gefunden. Und jetzt? You must not the jewel holds my life force. You are truly a child of the Empire. I thank you for the assistance. Okay. It seems, Vinda, that I am quite in the way. Not only have you managed to save the Emperor, but my life as well. I cannot be but proud of one who has truly earned such renown. Okay, also die sagen jetzt alle Danke praktisch und schmeicheln uns. And my deepest respect. I have a particular idea as to the question of your service in mind. From this day forth, you are named the Eternal Champion from the hands from you. Now, the hand shall be dealt the needs of the Empire. Also wir sind ab sofort der unendliche Champion, irgendwie sowas. I,
Uriel Septim, true emperor of Tamriel, do decree and thus make law. Arise, my champion, and take the rightful place at my side. Wir sind jetzt sein wahrer Champion und leben fortan an seiner Seite. You have proven yourself a worthy champion of the Empire, and such service shall not easily be forgotten. Hang not your sword above the mantle, nor place your spellbook upon the shelves. Many such adventures still await your hand. This was but one chapter in the story of the Elder Scrolls. Also du bist jetzt ein, wir haben uns selbst bewiesen und sind ein wahrer Champion des Kaiserreiches. Und wir sollen, und unsere Heldentaten werden niemals vergessen sein. Wir sollen aber nicht unser Schwert an den Nagel hängen, noch unser Buch zur Seite legen. Denn viele Abenteuer erwarten uns noch, denn dies war erst das erste Kapitel der Geschichte der Elder Scrolls. Wir haben's durch! Okay. Wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Einfach nur, weil es kann. Ich gehe jetzt... Nein, das mache ich nicht. Wir speichern jetzt. Ganz ehrlich, wir speichern jetzt. Wir haben es durchgeschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben The Elder Scrolls 1 Arena durch. Oh, das war wirklich eine lange Reise. Vor allem dieser letzte Dungeon. Ich konnte nicht mehr raus. Das hat echt alles kaputt gemacht. Boah, und da, wir haben es aber dennoch bis zum Endgegner geschafft. Wir haben es doch eine komplette Ebene voller Licht bis Yagatan geschafft. Wir haben es, auch wenn ich nachsehen musste, wie man ihn jetzt tötet, obwohl ich glaube, unser... Ich glaube, wir hätten höchstens noch 3 Minuten mit dem Feuersturm machen können und dann wäre er auch gestorben. Haben wir ihn besiegt? Wir haben ihn besiegt und wir haben jetzt noch einen Schurken getötet. Speichern. Wir haben es geschafft. Wir haben... Da mache ich jetzt Schluss. Wir haben... Ach, wisst ihr, was ich jetzt noch mache vielleicht? Ich will ein Inn. Jetzt will ich noch schnell ein Inn. Eins will ich noch machen, bevor wir hier aufhören. Wo ist denn hier ein Inn? Ich will schlafen. Ich will zwei Dinge will ich noch machen. Zum einen schlafen, um zu sehen, ob die eine Frau, die Yagatan getötet hat, über die uns die ganze Zeit Visionen geschickt hat, jetzt immer noch da ist. Und uns zum letzten Mal auch Glückwünsche erweist oder irgendwie sowas. Und zum zweiten will ich meine Palast sehen, während der Kaiser Uriel Septim da ist. So. Wir können uns das jetzt locker leisten. Ich werde sogar ausnahmsweise mal den vollen Preis zahlen. Wie lange? 12:39 Uhr oder nachts. 8 Stunden sollten reichen. 8 Stunden. Okay, von dieser Frau hören wir wohl nichts mehr. Ich weiß ihren Namen schon seit... Eigentlich seit dem Anfang gar nicht mehr. Okay. Wo ist der Palast? Ich will zu Kaiser Uriel Septim. Nein, Palast. Im Süden. Okay, danke. Da ist der Süden. Sind wir schon an der südlichen... Nein, sind wir nicht. Das ist nicht die südliche Mauer. Okay, Süden. Ach, hier war dieses Tor. Das heißt, da ist auch nochmal das Tor. Und hier ist der Palast. As you approach the palace gates, a guard respectfully bows and informs you that due to the catastrophic forces unleashed during the final conflict with the Imperial Battle Mage, the palace is currently under reconstruction. Perhaps he suggests you could return once the repairs are complete. Der Palast wird repariert, weil der Kampf mit Yagatan so hart war. Naja, dann wird hier jetzt nochmal gespeichert und jetzt ist es wirklich Schluss. Das war
Let's Retro The Elder Scrolls 1 Arena. Bis morgen zu Let's Retro The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Ciao!